So, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video hier auf meinem Kanal Reidereador. Heute wieder mit on Tour die liebe Ela mit ihrem Rollerchen. Hallo Ela. Hallöchen. Wir sind unterwegs zur Burg Greifenstein. Die wollen wir uns mal anschauen. Das ist so ja, die größte und besterhaltenste Burg hier bei uns im schönen Lahn-Dill-Kreis. Ja, haben jetzt schon ein paar Kilometer hinter uns und auch noch ein paar Kilometer vor uns und ja, haben einen recht schönen Tag erwischt hier, 15 Grad, leicht bewölkt und haben wir uns gedacht, da fahren wir jetzt mal hin, gucken uns das mal an. Gibt's einiges zu sehen, unter anderem ja, die Burg selbst, dann noch diese Glockenwelt ist das, Ela, oder? Ja, so sind alle Glocken, die mal gab oder sowas, ja, da aufgestellt. Und dann gibt es noch eine Kirche samt Kasematten, also ja, da gibt es schon ein bisschen was, was man sich angucken kann. Bin mal gespannt. Ja, so Burgen und Schlösser sind ja unser Ding. Ja. Ich ja, finde es immer ganz schön da, kann man sich immer, ja, immer mal angucken, faszinierend, die ja, Geschichte, die hinter solchen Gebäuden steht und dementsprechend haben wir gedacht, das gucken wir uns mal an. Wir waren auch schon einmal, waren wir da, gell? Ja. Das war, ist aber auch schon ein paar Jahre her jetzt, gell? Durch Corona hatten die zu. Ja, ja. Jetzt ja, haben wir gesagt, hier gucken wir uns heute an, das Ganze und nehmen euch da natürlich gerne wieder mit. Jetzt haben wir auch mittlerweile, ja, wirklich die gute Jahreszeit hier. Der Frühling kommt immer mehr. Es wird immer grüner. Die Kirschblüten sind da und alles, ja, schlägt so ein bisschen aus und dementsprechend, ja, ist auch wieder die Freude am Fahren noch etwas größer, ne? Wenn die Landschaft nicht mehr so trist ist und alles grau und ne? Jetzt ist alles schön grün und ja, da macht das schon noch mal ein bisschen mehr Spaß. Und hier haben wir uns jetzt eine kleine Straße gesucht, wo wir langfahren, das sogenannte Sinnerwäldchen hier. Das ist immer ja, eine schöne Strecke, ganz nach unserem Geschmack. Schön klein, ohne Mittelstreifen, nicht viel los. Da fahren wir immer gerne. Und von hier aus, das könnt ihr wahrscheinlich jetzt nicht sehen, aber ich kann es erkennen, sieht man schon am Horizont hinter den Bäumen die Burg Greifenstein. Und ich würde sagen, wir melden uns dann wieder, wenn wir da sind. Bis gleich. So, wir sind jetzt hier in Greifenstein angekommen, machen uns gerade auf den Weg zur Burg, haben ja ein bisschen außerhalb parken müssen, ist hier alles ja quasi im Wohngebiet gelegen, hier ist anliegerfrei, kann man ja auch verstehen, wenn hier zuhauf die Besucher zur Burg pilgern und da werden die Anwohner natürlich gestört und jetzt ja, machen wir uns hier auf den Weg zur Burg, sind gleich da, nehmen euch dann auf jeden Fall wieder mit, bis gleich. So, hier sind wir jetzt angekommen an der Burg Greifenstein. 5 Euro Eintritt pro Person, ist echt ja, eine schöne Anlage. Wir schauen uns jetzt noch mal ein bisschen hier um. Ela, gefällt es dir auch? Ja, ist schön hier. Ja, gibt viel zu sehen und ja, ich denke, die 5 Euro gehen auch voll in Ordnung, weil das kommt ja der Burg zugute und dem Erhalt des ganzen Geländes hier und dementsprechend schauen wir uns jetzt mal ein bisschen um und nehmen euch da gerne mit. Die Burg Greifenstein. Erbaut im Jahr 1160 wurde die Burg zum Schutz des Handelsweges zwischen Frankfurt und Köln errichtet. Auf 441 Höhenmeter liegt die Burg am Südrand der Ortschaft Greifenstein im schönen Lahn-Dill-Kreis. Über die Jahrhunderte wurde die Burg durch verschiedene Angriffe stark beschädigt, aber immer wieder aufgebaut. Ab dem Jahr 1693 war die Burg unbewohnt und verfiel immer mehr zu einer Ruine. Seit 1969 kümmert sich der Greifenstein-Verein um den Erhalt der Burg.
die mittlerweile sogar von der Bundesrepublik als Denkmal nationaler Bedeutung eingestuft wurde. Sehenswert ist neben der Burg selbst auch die Barockkirche mit ihren wunderbaren Stuckdekorationen und die sogenannte Glockenwelt. In dieser gibt es über 100 Glocken zu besichtigen, die man teilweise auch selbst zum Klingen bringen kann. Außerdem werden die Technik und die Geschichte der Glockenherstellung erklärt. So, das war jetzt also hier unser Ausflug zur Burg Greifenstein. Ela, hat es dir da gut gefallen? War schön da, gell? Die Glocken. Ja, schon eine tolle Burg, muss man sagen. Gibt's viel zu sehen. Definitiv mal ein Ausflug wert. Und ja, wie gesagt, so 5 Euro Eintritt, das fand ich jetzt auch überhaupt nicht viel. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und das kommt ja auch dem Ganzen zugute, dass die Anlage da erhalten wird. Und dementsprechend, ja, fand ich das heute eigentlich echt einen schönen Ausflug. Und Burg Greifenstein hier bei Herborn in der Nähe. Wer so aus dem Lahn-Dill-Kreis, Westerwald, Gießener Raum, Siegerland, fahrt hier ruhig mal hin, guckt euch das mal an. Die Aussicht ist auch phänomenal, oder? Ja, du kannst weit gucken. Das ist schon super, also da lohnt sich's immer hinzufahren und sich so die Burg mal da anzuschauen. Mit der Glockenwelt fand ich eigentlich auch ganz interessant, da mal zu sehen, wie sich das verhält, wie diese Glocken so hergestellt werden, wie viel Verschiedenes da gibt, was für Tonlagen und ja, das ist schon ein umfangreiches Thema, ne? Ah, Signalglocken, Kirchenglocken, ja. Ist alles dabei. Feuerwehrglocken von alten Feuerwehrautos waren mit dabei. Schon eine tolle Sache. Ja, und jetzt machen wir uns auch wieder auf dem Heimweg hier. Haben noch ein paar Kilometer vor uns und ja, wir hoffen, der kleine Ausflug hier zur Burg Greifenstein hat euch gefallen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das macht. Gerne einen Daumen hoch und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Tschüss. So, die Ela ist jetzt hier eingespannt worden, da wo sie hingehört, gell?